Was geht, Vater, wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Arriba, Freunde. Heute was ganz Geiles. Endlich, nach 3 Jahren, das Album von unserem Bruder Hannibal mit Fleisch. Hier ist das Prachtexemplar. Jawohl, ich halte es in den Händen, Freunde. Die Deluxe-Box. Ja, geile Box. Endlich ist es soweit. Unser Bruder Hannibal hat sein Album gedroppt. Ich halte es in den Händen endlich. Ich darf nach 3 Jahren, ne, Haram-Stufe Rot, wer hat das reingezogen? Schreibt in die Kommentare. Ja, das Album präsentieren und endlich mal wieder neue Hanni-Album pumpen. Und Freunde, ich bin richtig fix und fertig. Ihr seht selber, ich habe sogar T-Shirt falsch rum. Richtig reingegisst. Ich bin richtig kaputt, weil es ist über, ich gefühlt 50 Grad, es ist aber so ungefähr 39 Grad und walla, ich schwitze wie ein Bär, Alter. Auch Kilot, also Unterhose, schwitzt, Bruder. Aber egal, ich wollte Unboxing nicht vernachlässigen und ja, nimm mir das nicht übel, wenn ich ein bisschen so reingeschissen aussehe oder sonst wie verschwitzt oder so drauf bin. Okay, lass nicht so viel schnacken. Das ist der Butterfly für Arme, er zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, und wir packen das jetzt endlich aus. Freunde, habt ihr die wunderschöne Deluxe-Box vorbestellt? Hä? Hast du? Guter Junge. Und du? Wie hinein? Okay, komm her, Butterfly, nimm dich auseinander. In der Videobeschreibung, der erste Link, also Infobox. Der erste Link, der zweite ist, glaube ich, CD, dritte ist hier digital. Falls du keinen so viel Para hast, kannst du gerne auch digital unterstützen. Für einen 10er oder über Spotify, ist auch kostenlos sogar. Wenn du, wie heißt das, Spotify Premium hast oder so, ne? Oder normal Spotify kannst du auch so reinziehen. Also immer unterstützen. Falls dir das Album gefällt, dann digital, hä? Oder physisch. So, ich packe das jetzt einzeln aus und zeige euch alles wie eine Präsentation. Die Box ist so eher so wie eine Pappding gehalten. Also nicht so hart Pappe, sondern eher so normale dünne Pappe. Ist nicht schlimm, kann ich verstehen, vielleicht weil hier einige Zeugs drin am Start sind. Gutes Deutsch reingeschissen, deswegen hat man diese Variante ausgewählt. Fangen wir mal mit dem... Oh, krass. Okay, fangen wir mal mit dem Album an, oder? Ja, oder was, Sticker? Was haben wir denn hier alles? Huch! Sind ja schon ein paar Sachen am Start. Pass auf. Hier Sticker, Fleisch, Honey. Also, ja, geil. Der Koala-Bär ist am, ja, irgendwie sieht auch ein bisschen maskuliner aus. Ist am Fleisch am Pumpen, ne? Der gönnt sich ein paar. Eigentlich ist der Koala, der isst ja nur diese Eukalyptus-Dinger, ne? Also hier ist er sogar Fleisch, also ist kein Vegetarier mehr oder Veganer, wie auch immer. Auf jeden Fall hier frisst er schön Fleisch. Aber geil gezeichnet, ich muss sagen, der Grafiker oder Designer, Mashallah, hast gut gemacht. Ich küsse deine Popelnase. So, als nächstes haben wir nochmal, hier ist er auf maskuliner Basis. Da hat er den Fleisch wegverdrückt und ist er jetzt in einer Kampfpose. Und hier ist der richtige Thai-Boxer oder Kickboxer, wie auch immer, am Stüssel. Sieht geil aus, was steht hier unten? Hannibal, okay, geil. Der Koala mit Testo. Jawohl, hier haben wir das Album-Logo, ne, als Sticker. Ist geil, kann man nehmen. Und jetzt kommen wir zum Album, Brudi. Pass auf, zack, zack, Bannerback. Ich pack das jetzt aus und ja, schauen wir mal. So, auf jeden Fall, falls du das Album bestellt hast, vielleicht hast du das Album schon reingezogen, man munkelt. Wenn nicht, schreib mal trotzdem mal, wie heißt das, welches Album oder welche Single du im Moment feierst. Also das würde mich echt interessieren. Ich habe das Album jetzt noch nicht reingezogen, ich habe das jetzt gerade bekommen. Und ja, ich werde das in Ruhe natürlich reinziehen. Weißt du, was ich traurig finde? Ich sehe, es gibt keine Vinyl, sag ich schon. Vinyl wäre krass, aber keine, wie heißt das? Ja, ich bin richtig durcheinander. Ah, Instrumental-CD. Ja, guck, hier ist nur die normale Album. Ne? Also Album ohne Instrumental ist mies, wegen Honey seine Beats sind irgendwie ein bisschen spezieller, also finde ich zumindest, Freunde. Wie seht ihr das? Schreibt gerne dazu auch eure Meinung. Findet ihr Instrumental CD ist wichtig, weil ihr pumpt selber oder wird selber drauf rappen? Ich finde schon, dass es wichtig ist und ja, wollte ich mal nur erwähnen. Super Jewel Case ist auch am Start, damit ihr auch wisst, da wurde keine Kosten und Mühen gescheut. So, jetzt kommen wir zum Booklet, ne, zack, zack. Jawohl. Schöne Bild mit dem Wolf. Sieht wolfartig aus. Oder ich weiß nicht, ob das so, wenn ich das selber reingefotoshoppt wurde. Aber ich glaube, das ist ein echtes Tierchen am Start. Guck mal, Hanni. Ey, ich habe dich vermisst. Hanni, falls du das Video sehen sollst, Bruder, ich küsse deinen Wellensittich, falls du zu Hause einen hast. Bitte gib dir mal einen leckeren Steak von mir. Gönn dir mal was. Ein Gaumenschmaus. So, gib dir mal was Schönes von mir. Sagst du von Fatih, weil der, ne, gegönnt hat.
Ne? Wenn du ein PayPal-Spendenadresse hast, gib her, ich gönne dir diesen Steak. 8,55. Ich schick dir rüber, kein Problem, Bruder. Auf jeden Fall, ja, schönes Booklet, Freunde. Zieht euch das in Ruhe rein, denn die physische Variante, ne, wenn du die hast, kannst du auch physisch die Sachen reinziehen. Digital gibt's sowas nicht. Das ist ein kleiner Vorteil. Schön, schön. Hab ich schon die Trackliste gezeigt, ja, ne? Pass auf nochmal, sicherheitlich. Und ja, weiter geht's. So, das war ja noch nicht alles. Fangen wir mal mit diesem Produkt an. Also vier Sachen haben wir noch. So, erstmal die Aslax Mundschutz. Freunde, Aslax Mundschutz ist immer am Stüssel. Und ja, das ist mal geil. Wirklich was Feines. Wirklich. Wirklich das offizielle Aslax Mundschutz. Also klar, ich weiß nicht, auf. Doch, das steht sogar, warte mal. Geht schwer jetzt auf. Pass auf, ich will das nicht kaputt machen. Hier beben die Maiko Kindersicherung, oder was ist hier los? Also, was ist hier, mit Uhu Patafix am Arbeiten gewesen, oder was? Haben die das so drin? Ich krieg das nicht auf. Ah doch, ah, Kindersicherung reingeschissen. Halbe Stunde am Arbeiten. Pass auf. Ganz schnell. Boah, ich bin fix und fertig. Guck mal, ich spitze wie ein Kudo. Auf jeden Fall, so sieht das aus. Hier steht sogar Aslax drauf, Freunde. Ne? Ich glaube, ihr müsst das warmes Wasser tun, dann passt sich das in euer Mund- oder Zahnabdrücke an. Ne? Ich weiß jetzt nicht davon. 100% habe ich auch nicht Ahnung, aber es müsste so ungefähr sein. Heißes Wasser, hier ist sogar eine Anleitung. Kannst du hier durchziehen und dann gib ihm. Dann hast du einen Aslax Mundschutz. Doch, geil, ist was Feines. Gefällt mir sehr. Kann man nehmen und ja, benutzen für den Kampf. Weiter geht's. Das ist ein richtiger Kampfset, Freunde, weil, guck mal, sogar die Aslax-Bandagen haben wir, ne, damit wir in den Gelenk schützen können und so. Ihr wisst, für Boxen oder für UFC, also MMA, UFC nicht, da bist du noch nicht dabei, aber so, ne, für Martial Arts könnt ihr das gerne nutzen. Ich pack das jetzt nicht aus, ich lasse das jetzt auch zu, ne, wenn ich das brauchen sollte, werde ich das nutzen. Geil, Aslax-Bandagen. Sehr schön und sogar so eine Verpackung dazu. Ich muss sagen, wirklich was Feines gibt es nicht. Sowas habe ich wirklich nicht in der Deluxe-Box gesehen, wo das auch so schön aufgebohrt wurde. Guck mal, sogar kannst du so aufhängen, deine eine Karabiner dran machen und dann kannst du die Allah so tragen. Mashallah. Zweite Nummer von vier Kampfsportsachen. Beispiel, ne? Hier, oh, das kommen wir gleich zu. Fangen wir mit dem hier an. Das ist der dritte von vier Teilen. Pass auf. Und Freunde, das ist alles nur nebensächlich. Eigentlich geht es ja um ein Album, ne? Aber das ist hier nur für die Deluxe-Box-Käufer. Das ist geil. Einfach mal der Koala in Testo-Variante auf dem T-Shirt. Mashallah. Größe XL habe ich, ne? Man kann vier Größen, glaube ich. L, S, M und XL, glaube ich. Ich bin mir sicher. Oder drei Größen. Auf jeden Fall, Mashallah, der Testo-Koala hat Fleisch gefressen anstatt Eukalyptus-Bonbons oder Blätter. Ja, da hat er sich natürlich verwandelt. Mashallah, kann man nehmen. Sieht Baba aus. Shirt fürs Kämpfen oder beim Training, ne? Damit man nicht, sein Memmisch sieht oder so. Naja, geil. Packe ich wieder rein. Zack, zack. Gut, jetzt kommen wir zur vierten von vier Kampfsportsachen. Ich sag Kampfsportsachen, ja. Der eine wird es jetzt nicht so sehen wie ich, aber ich sag doch, das ist ein Kampfsportset. Und hier haben wir das Geilste. Leider wird es mir nicht passen, aber trotzdem, Freunde. Kampfhose, ne, oder Kampftrainingshose, wie du es nutzen möchtest. Qualität vom Feinsten, wirklich. Riecht bisschen so nach Chemie, aber nicht so streng. Sie riecht sogar, ja doch, wenn man es öfters durch die Nase zieht, dann kriegt man so ein bisschen Alalalalong. Spaß, auf jeden Fall, oh, ich küsse dein Herz. Wirklich, die Sonne kickt auf meinen Kopf. Auf jeden Fall, hier ist sogar Aslak gestickt worden. Ne, die steckt nicht drauf gedruckt, also hier wurden wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Mashallah, guck, sogar hier diese Etikett ist von Aslax, steht nochmal XL, ne, hier ist sogar diese Koala drauf. Mashallah, geil, ne, hier unten steht nochmal Honey 430, ne, oder ne, 430 sag ich schon, 439, sorry, ja, geil. Doch, ist auch sogar gestrickt worden. Also nicht drauf gedruckt, sondern wirklich genäht, so Handarbeit. Omi hat im Garten jeden Tag so die 10.000 Hosen genäht. Auf jeden Fall wirklich stabil. Guck mal. Geil, also ihr könnt mal bitte eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also lasst uns mal austauschen. Guck mal, hier sogar zwei Streifen.
Also, ja, Baba Hose. Wirklich zum Training. Ist auch dehnbar hier oben. Ne? Enge, schmal für die Taille. Aber kann man auch dehnen. Und ja, ne? Ihr wisst, was das ist. Für Training. So, ja, nee, für Boxen. Ne? Martial Arts. Ne? Bodenkämpfe oder sonst wie Art und Weise. Hat sogar, hat keine Taschen. Ne? Aber wie gesagt, ist dehnbar. Schön. Schön. Schreibt eure Meinung dazu. Ich hätte sie jetzt angezogen, aber für meine Größe braucht man noch ein paar Xen am Stüssel. Aber hier ist es aber, ist auch nicht schlimm. Ich habe euch das gezeigt. Sieht stabil aus. Walla, jetzt ohne zu lutschen oder so. Ehrlich, ein schönes Boxen halt. Also da hat man schon wirklich Kost und Mühen gescheut. Guck mal, du siehst ja sogar die Tasche ist Aslaks drauf gedruckt worden. Geil. Geil, geil, geil. Ja, eigentlich ist das nur der Boxen halt. Wir zählen eigentlich nur darauf, ne? Zieht euch das Album rein und ja, das war es im Großen und Ganzen, mein Box Unboxing zu Fleisch von Hannibal Abi und ja, ich wünsche euch was, viel Spaß damit, gönnt euch die wunderschöne Box, falls du es noch nicht getan hast, jetzt habe ich dich vielleicht motiviert, die Box doch zu kaufen, falls du Sportler bist, Kampfsportler, was auch immer und denkst, sowas brauchst du für dein Leben, damit du Motivation beim Training hast und danach Team Aslak bist, Aslak Motherfuck in deinen Kaffer, jawohl, Fatih küsst deinen Nacken, Arriba. Bis bald und tschüss.